Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut versorgt. Falls ihr euch versorgen müsst, die reizende Juliane und die Tessie an der Bar sorgen für euer leibliches Wohl. Und ich glaube, deine Tochter auch, ne? Aber das sagen wir nicht offiziell, weil sonst ist das Kinderarbeit, das wollen wir nicht. Aber heute wieder schön Postillon, der jedes Jahr witzig, dieser Gag. Freiwillig, ja, ja. Ehrenamtlich. Ja, heute wieder Postillon, diesen klassischen Gag wie jedes Jahr gemacht. Razzia in der Weihnachtsbäckerei. Verdacht auf Kinderarbeit. Ja. Wolf Sokowski festgenommen. Teilt sich jetzt eine Zelle mit Boris Becker. Da ist Rolf! Abgeschoben. So. Wir sind hier zusammen. Guck mal, Marius, kannst gar nicht abwarten, das Song, die Song zu spielen. Aber, wir sind zusammengekommen in diesen heiligen Hallen zum letzten Homecoming. Oh. Schwupps, sind 10 Jahre, ehrlicherweise 11 Jahre rum. Ich weiß auch nicht, was die letzten 2 Jahre los war, warum wir nicht spielen konnten. Aber jetzt sind wir wieder hier. Und freuen uns vor allem, dass ihr hier seid. Das macht es nämlich viel geselliger, sonst wäre es echt doof. Danke, Mama. Mama hat 15 Semester anklatschen studiert, sehr erfolgreich. Ja, und wir spielen natürlich heute, wie sich das hört, für so ein Jubiläum, spielen wir natürlich hier so ein Best-of. Das heißt, wir spielen die ganzen Smashs der letzten 10 Jahre, die ja schon quasi Hits waren. Und die holen wir jetzt richtig raus. Und wir haben da so kleine Blöcke eingeteilt. Und der nächste Block, den nenne ich den Boygroup-Block. Der ist auch speziell für Daniel. Jawohl! Backstreet Boys! Backstreet Boys, der war so ein Riesenfan damals. Meine, bist du immer noch Fan? Nein. Ich bin darüber hinausgewachsen. Ja. Aber schön, dass du da bist. Danke auch nochmal für die Eröffnung der Show, Daniel von New May. Der nächste Song ist nur für dich. Yeah. You are my fire, the one desire, believe. When I say that I want it that way, and we are two worlds apart, can reach through your heart when you say that I. Desire, you are.